Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Hm? Was? Moment, ich kenne dich. Du bist McCromnickel. McCronick. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. So ein bisschen geht noch. Amen. Amen. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Stopp! Stopp! Ah, nee, nicht schon wieder. Mist, ich muss wohl noch einmal die Zeit zurückdrehen. Und? Hat es funktioniert? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Das ist also ja interessant hier. Oh, viele Dinge hier, ein Chronoka. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Ich drehe doch nochmal eine Kurbel hier, ne? Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Ach, das... Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Genau. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Er will uns sagen, es ist noch nicht die Zeit. Naja. Lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Kommen! Kommen! Stopp! Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich! Du Was? Hast dich aber gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Kommen. Ja, das Elefant. Hey, zeig dich, du Sohn eines feigen Rösseltiers. Hallo. Das gibt's doch nicht. Das gibt es in der Tat nicht. Ich glaube, wir schauen uns erstmal woanders um. Oh, nie wieder. Hörst du, Tage? Nie wieder. Was mache ich mir vor? Alles kommt irgendwann zurück. Oh.
Da ist es ja. Boah, Bruder Tuck. Was haben wir hier? Tuck, Bernards Hütte, was unbekannt ist? Nee, ja. Auf Tuck ist immer Verlass. Zumindest wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Na, ich rede mal mit ihm. Ausnahmsweise. Tuck. Dir auch einen schönen Tuck-Tag, Tuck-Tuck. Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja. Wenn's am schönsten ist, dachte ich. Ah, viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Boso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans? Ja, schön, wieder mal das Durchbrechen der vierten Wand hier. Ja, ich wäre auch sauer, wenn das alles nur ein Traum gewesen wäre. Weißt du, wo ich Toni finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in Schnapp den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square-Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Grill-Donnerstag ist eigentlich ein schöner Tag, sollte man mal einführen. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja, ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonis Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Na, ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Ach so. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Okay, das Einzige, was wir wirklich tun müssen, ist den Elefanten verscheuchen. Hilfst du mir, den rosa Elefanten zu verscheuchen? Er ist bereits weg. Ich meine ja auch nicht jetzt, sondern... vorhin. Du willst, dass ich dir helfe, einen Elefanten aus deiner Vergangenheit zu verscheuchen? Been there, done that. Genauso geht es mir mit meiner Frau Trudi. Meine Strategie? Ich trinke, um zu vergessen. Tja, vollkommen falsch. Der Trick ist nämlich, sich zu erinnern, wenn sich die Zeit wiederholt. Hä? Wie soll ich mich denn an etwas erinnern, das noch gar nicht passiert ist? Ach, das ist doch katzenleicht. Man muss nur... Ja, wie funktioniert das eigentlich? Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Katzenleicht, auch ein schöner Begriff. Ich finde einen Weg, dass du dich erinnerst. Aha. Ich sollte vielleicht McChronicle danach fragen. Tu das. Genau, machen wir. Senkrecht. Mach mir eine Skizze. Mach mir eine Skizze. Ach, ich liebe die Sprüche. Hey, was war das? Ob es hier wieder so Schnabeltier-Eier oder sowas zusammen gibt? Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben, ich möchte kein offenes Feuer in Rufus' Nähe sehen! Möge Tetanus uns beistehen. Gibt's hier wieder irgendwas Verstecktes?
Soon. Das weiß ich noch nicht. Moment, jetzt muss ich mal kurz hier in die Extras. Magazine, Achievements, Videos. Magazine? Wo ich die wohl finde. Naja, ich hoffe mal, dass ich bis jetzt noch nichts übersehen habe. Sonst ärgere ich mich später nur wieder. Wir haben eine Band, wir haben... Aber da müssen wir ja durch... Also da, habe ich ja gar keine Lust drauf. Eine Schrottflinte. Vielleicht wird das ja doch noch mein Lieblings-Deponia-Abenteuer. Nehme ich. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird. Ach so. Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Hallo, Fremder. Neu in der Stadt? Aber Rufus, ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Soon, amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur 3 Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach, sie hätten das Chivapchichi mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Wie bitte? Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Wie bitte? Das wächst mir jetzt ein bisschen über den Kopf. Es gibt hier einen Elefanten in der Gegend. Ha, das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Nun, er ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht gerade typisch für einen Elefanten. Sicher, dass du kein Wombat oder Murmeltier meinst? Ich glaube, ich werde den Unterschied erkennen, ja. Das haben schon viele geglaubt. Und am Ende muss man sie mit Wombatbissen aus dem Zirkus abholen. Armer Onkel Diego. Diego, Fuego, noch irgendwer, was, wie? Was gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. War nicht Randale-Montag immer Murmeltiertag? Nein, Grill-Donnerstag, ganz sicher. Ich passe trotzdem, ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee Murmeltiere. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. Was soll der Quatsch mit dem Licht und den Grillen? Das nennt man Grill-Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Ja, ich hab's in meiner anderen Hose. Übrigens nervt der Typ tierisch mit seinem Geputze hier. Ach bitte, ich brauche dieses Hochpräzisionsblasrohr ganz dringend. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Okay, okay. Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu tun. Ja, ja, das wissen wir schon. Da braucht man viel präziser. Leider sind... Und die Blas... Und die Bienen. Okay. Man kann übrigens nicht mehr, wie es in früheren Spielen ging, mit Rechtsklick die Dialoge überspringen, sondern es geht jetzt mit Punkt auf der Tastatur, was ich irgendwie ein bisschen dämlich finde. Naja. Na dann,
Grill und Rode gut. Das hatte ich vor. Dann reden wir noch kurz mit der Band. Wenn er mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir das schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Na gut, dann, was ist da? Egal, ich möchte mit Mr. Chronicle reden. Ja, dem da. Und? Frag nicht. Ich muss wohl erst einen Weg finden, diesen lästigen Elefanten loszuwerden, bevor wir das Ganze dann noch einmal probieren. Hey, Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja. Aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Genau. Wie kommt es, dass wir uns nach dem Kurbeln an alles erinnern und sonst niemand? Ja, Moment mal. Das ist eine erstaunlich gute Frage. Also, ich habe dafür diese hochkomplizierte Kopfbedeckung erfunden. Aber du? Dein Aluhut schützt deine Erinnerung? Es ist schon etwas komplizierter. Für so einen verkopften Hirni wie dich bestimmt. Für mich ist der Fall damit gelöst. Dr. Gizmo musste mir mal diese Aluplatte einsetzen, nachdem irgendwer meinen Katapultplan sabotiert hat. Das könnte ein Faktor sein. Aber die Abschirmung funktioniert nur, wenn der Hut auch mit Stroh ausgefüttert ist. Musste dir dieser Dr. Gizmo auch Stroh einsetzen? Stroh? Ach, komm schon, Deponia. Komm schon. Immer wieder so die dummen Witze. Stroh und Alu, alles klar. Das kriegen wir hin, um den Betrunkenen einen Hut zu basteln. Ja, der Rest ist ja dann nicht hier so spannend. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Was haben wir hier unten? Nilbot? Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Was muss ich ausprobieren? Tür? Eiswürfel? Klappe? Fach rechts, Fach links, Klappe? Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Habe ich denn was dabei? Ich habe einen Schraubenschlüssel, ich habe Knickerfolie und Schrott. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Ah, kann man das eigentlich nicht? Also das muss ich ja gleich mal gucken, ob man das auf eine andere Taste legen kann, ob man das wieder auf rechts legen kann. Schraubschlüssel. In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Okay. Wir bauen da irgendwas ein, alles klar. Machen wir alles. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Ja, wie jetzt? Der hat zu. Ich könnte ein Gerät basteln, das wertlosen Schrott in nützliche Dinge verwandelt. Nein, doch nicht. Schade. Und ich habe auch die Klingerfolie behalten. Das heißt, bei meinem Zeit-Zurückdrehen, ist das eigentlich im Autosave hier unten? Bei meinem Zeit-Zurückdrehen, konnte ich das, behalten. Oh, na sieh mal an. Hier geht ja ganz schön was ab. Die Grills. Wenzel? Oh, Wenzel! Wo warst du beim Tutorial? Ich hab dich vermisst. Da hat jemand eine Folienkartoffel in den glühenden Kohlen vergessen. Das muss mein Glückstag sein. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Mit Eiswürfeln zum Beispiel. Hab ich aber nicht. Kann ich auch noch nicht holen. Eine Kartoffelhalbiermaschine. Sehr praktisch. Leider keine Kartoffel drin, ha?
reinster Faulspiel. Faulobst legen? Wenzel, bist du das? Ich hatte dich doch glatt für eine Kürbislaterne gehalten. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ein Dreck hab ich. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, eine Woche mit dir auf engstem Raum, das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte doch, ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr hattet euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Mach dir mal keine Sorgen, kleiner Mann. Diesmal habe ich an alles gedacht. Ein Höhenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie ja auch recht. Du wirst schon sehen. Wer ist denn der Kleine hier, der Rattenjunge? Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Der arme Rattenjunge kann sich nicht mal richtige Kleidung leisten. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. So tapfer. Und tatsächlich, alles geht aus, wenn man in die Nähe kommt hier. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Oh. Maya, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Hör ich nochmal. Okay, hier kann ich mir die gefährlichen Killerbienen einfangen. Für das Gift, für die Pfeilblas-Ding-Automatik. Hey, Wenzel! Hey, Rufus! Lust auf eine Partie Faulobstleben?